Hallihallo und willkommen zurück bei We Are Football. Ein absoluter Knaller jetzt hier in Niedersachsen Stadion am 31. Januar, der dritte gegen den vierten. Wenn wir dieses Spiel gewinnen, dann rücken wir den Hannoveranern und dem Relegationsplatz ganz schön eng auf die Pelle. So, wir wollen mal einen Rechtsverteidiger hier wieder auf der Bank haben, deswegen geht Rittmüller da drauf. Wir wollen auf die Jugend setzen auch. Terrazino ist jetzt nicht unbedingt ein Jugendspieler, aber dabei sein. Ja, ansonsten nach dem jüngsten Spiel ändern wir erstmal nichts, wäre auch verrückt. So, hier in Hannover spielen wir mehr auf Konter. Wir haben einen deutlich höheren Marktwert. Marvin Ducksch hat mal bei Paderborn einige Zeit kurz gespielt. So. Und wenn wir gewinnen, gibt es für jeden Spieler 3.240 Euro. Ich weiß nicht, wie dieser Satz berechnet wird. Aber wir wollen mal etwas mit Finanzen hier locken. Okorodji hat Kopfhörer auf, ist kaum ansprechbar. Wir können hier mit einzelnen Spielern sprechen. Nur einmal Party und das merke ich gerade zum ersten Mal. So. Wir haben gut trainiert, sind taktisch optimal vorbereitet. Wichtiges Spiel. So, los geht's. Wir können noch ein bisschen weiter positiv. Weiter geht hier. Hühnemeier dribbelt. Sehr offensive Ausrichtung hier beim Innenverteidiger in der vierten Minute. Der Hühnemeier, der macht es einfach mal selber und er trifft. Uwe Hühnemeier nach Vorlage von Okorodji, aber das Tor wird überprüft. Die wollen sich das nur noch mal ansehen. So herrlich war das. Und das Tor zählt. Hühnemeier mit einem Alleingang. Aber wenn es zum Erfolg führt, warum nicht? Jetzt Eckball für die Gastgeber. Traumstart hier für uns nach dem frühen 1-0. Leimer schießt aus der zweiten Reihe und das ist der Ausgleich. Die Hannoveraner haben sich nicht lange bitten lassen. Es ist ein 6-Punkte-Spiel, wie es im Buche steht. Das konnte ich jetzt speziell in Ansprache gar nicht ansprechen. Aktion wurde mir zumindest gar nicht gegeben. So, wir haben aber, wie gesagt, auch Talama setzt sich hier im Zweikampf durch. Handspiel durch Haraguchi. So, es gibt einen Freistoß. Diese Zweikämpfe sehen wir relativ selten. Ah, Evans schießt knapp vorbei. Bisschen Frequenz geändert, wäre nach dem Eindruck. Ja, 6-Punkte-Spiel. 1-1. An sich auch okay, aber diese Chance hier wollen wir uns nicht nehmen lassen. Das Spiel hier wollen wir gewinnen. Erstmal ändern wir hier nichts. Taktikanweisungen. Man kann den Angriffseditor nutzen. Das ist mir zu komplex. So. Ja, nach wie vor stört es mich, dass wir hier einfach die Leistung der Mannschaft kommentieren können. Extra Motivation können wir auch nicht einsetzen. Noch verfügbar 10. Hä, ich dachte, wir haben 0. Wieso noch 10? Hier oben steht eine 0. Oder sind die schon zweistellig, dass hier eine 0 statt einer 10 steht? Machen wir einfach mal. Ostwestfalen, Österreicher, Bayer. Klingt denn Ostwestfalen? Machen wir einfach mal. Wir sind ja Ostwestfalen. Männer. Dumm. Kann manchmal gut kicken. Faul aber nie. Ab jetzt gilt das hier. Machst du fertig? Ostwestfalen war der Standard hier bisher. Extra Motivationsansprache. Ja, da hat man scheinbar noch mehr Punkte für. Ja, geht's einfach mal weiter. Franke jetzt hier direkt. Zwei frühe Tore in der ersten Halbzeit. Wie geht es jetzt hier in der zweiten Halbzeit weiter? Haraguchi auf Weidand, auf Ducksch, auf Musilja. Weidand mit dem Kopfball. Leimer und oh, der Ball ist drin. Wir liegen 2-1. Freistoß. Ducksch schießt und trifft. Jeder Schuss ein Treffer. Zimmer erhält hier nichts. Aber das Tor wird überprüft. Wir hoffen mal, dass es nicht gegeben wird. Aber doch, es zählt. Wir kriegen jetzt hier doch ganz schön den Arsch voll. Gelbe Karte für Michel. Wir sind jetzt hier nicht mehr sonderlich aktiv. Müssen was ändern. Wir bringen Terrazino für Vasiliadis. Was heißt hier eigentlich Star? Status. Müde. Srebeni ist müde. Wir haben aber keinen Stürmer auf der Bank. Michel geht in die Mitte. Aslan kommt einfach mal für Srebeni. Engelsson kommt für Talhammer.
Wir spielen sehr offensiv. Aber Hannover nochmal mit dem Angriff hier. Lyko Giannis auf Weidand, flankt Schindler. Zinger. Und Zingerle kann halten. So, wir liegen immer noch zwei Tore hinten. Ja, wir stellen einfach mal um, stellen mal mit Führich und Michel. Ja, eigentlich keine klassischen Stürmer. Wir stellen hier mal auf so eine Art 4-4-2 um. Heller kommt für Evans. Terrazino jetzt auf der 10. Können noch einmal wechseln. Ja, wen bringe ich da noch? Rittmüller für Ananou. So, wir spielen extrem offensiv. Wir jetzt hier 3-1 oder höher verlieren. Führich sieht gelb. Hier nochmal ein Angriff. Wenn wir jetzt noch den Anschlusstreffer erzielen. Aber Fallett kann den Ball abfangen und klären. Nochmal ein Angriff über Hünemeyer. Das muss er jetzt zur Not nochmal selber machen. Abseits von Ingelsson. Ich denke, jetzt läuft jetzt hier die Zeit davon. Troupé, Pijol. Ärgerlich, hier dieses 6-Punkte-Spiel zu verlieren. Aber noch ist das Spiel nicht vorbei. Ox auf Soleimani. Ah, der kommt vorbei. Jetzt macht doch nochmal schnell hier das 3-2. Na, Hannover ist eher am Drücker. Soleimani, Leimer, Tuvasi, Ox. Bijol, Zingerle. Packt sich dazu, kann auch mal einen Konter einhalten. Wenn wir jetzt. Warum stand da Fehlschütze Uwe Hünemeyer? Was meint ihr? Damit gab es da einen Elfmeter. Hat er einen Elfmeter verschossen? Hünemeyer jetzt hier nochmal. Ah, Zweikampf zwischen Führich und Ox. Führich setzt sich durch. Und es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Mir wird jetzt schon angezeigt, dass es ein Fehlschütze war. Ja, Hünemeyer verschießt den Elfmeter und das wurde gespoilt. Das finde ich nicht so schön, dass das hier gespoilt wird. Ja, in der Nachspielzeit nochmal einen Elfmeter zu verschießen, das ist bitter. Das wäre nochmal die Chance gewesen, hier nochmal ranzukommen. Aber Hünemeyer verschießt dennoch hier nochmal einen Angriff. 91. Minute. Wird es auch noch ein bisschen mehr Nachspielzeit geben. Terrazino auf Okorodji. Läuft der denn hier rechts außen rum? Aslan auf Führich. Auf Michel. Kopfballstaffette und der Ball geht rein. Erstes Saisontor Michel. Geht hier noch was? Geht hier noch was? Gelbe Karte für Franke. Und wir verlieren dann doch. 3-2, aber ein aufregendes Spiel. Hannover festigt Platz 3, wir fallen zurück auf Platz 5. Folgende Ergebnisse. HSV verliert 0-1 gegen Fürth, Bochum verliert 0-1 gegen Braunschweig. Hannover gewinnt 3-2 gegen uns. Schauen wir mal, wenn der Elfmeter reingegangen ist. Darmstadt verliert 0-2 gegen Osnabrück. Aber ich denke auch, wenn der Elfmeter reingegangen wäre, dann hätte die Zeit wahrscheinlich gefehlt. Nürnberg gewinnt 4-2 gegen St. Pauli, Sandhausen gewinnt 2-1 gegen Karlsruhe, Regensburg verliert 1-3 gegen Düsseldorf, Heidenheim spielt 0-0 gegen Aue, Heidenheim hat das meiste Pech, Osnabrück das meiste Glück, Kiel gewinnt 1-0 gegen Würzburg, Fürth und Kiel jeweils 44 Punkte, Hannover 43 Punkte. Unten in der Tabelle tut sich herzlich wenig, in der Elf des Tages niemand von uns, die Spieler sind nicht gallig genug. Viele Tweets hier, so kann es nicht weitergehen. Ich bin ein stolzer Kerl, heute bin ich ausnahmsweise mal enttäuscht. Bei mir regnet es seit dem Abpfiff ohne Pause. So, wir sehen nochmal Transfers. Jeckel von Fürth nach Sint-Truidense VV. Wo ist das denn? Das ist in Belgien. Für 1,1 Millionen. Kledel von Düsseldorf nach Osasuna für 1 Million. Gotha hat bei Fürth verlängert. Van Drongelen hat beim HSV verlängert. Mavrei hat bei Fürth verlängert. Fürth hat hier viele Vertragswandlungen. Verlängern auch mit Julian Green und Nielsen. Hübers verlängert bei Hannover. Mühl verlängert bei Nürnberg. Kühn verlängert bei Osnabrück. Dursun und Platte verlängern bei Darmstadt. Morales verlängert bei Düsseldorf. Reichel verlängert bei Osnabrück. Kalik verlängert bei Aue. Teska verlängert bei Kiel. Viele, warum sind jetzt hier so viele Vertragsverlängerungen auf einmal in dieser einen Woche? Höhn verlängert bei Darmstadt. Babacar Gay verlängert bei Karlsruhe, Sontheimer verlängert bei Würzburg, Ben Baller verlängert bei Braunschweig. In der Bundesliga auch etliche Verlängerungen.
Kimmich und Alaba verlängern bei Bayern München. Gulaschi verlängert bei Leipzig. Bender verlängert bei Leverkusen. Max Kruse verlängert bei Union. Choupo-Moting verlängert bei den Bayern. Willems verlängert bei Frankfurt. Theodor Gebrselassie verlängert bei Bremen. Stendera verlängert bei Ingolstadt. Schalay verlängert bei Mainz. Trimmel verlängert bei Union. Bartstuber verlängert bei Stuttgart. Castro verlängert bei Stuttgart. Gieselmann verlängert bei Union. Ortega Moreno verlängert bei Bielefeld. Skrbuski verlängert bei Schalke. Moritz Stoppelkamp, ehemaliger Paderborner, legendärer Torschütze. Moritz Stoppelkamp Allee. Bekannt von dem Stadion. Verlängert in Duisburg. Kutschke, auch ehemaliger Paderborner, verlängert bei Ingolstadt. Morales verlängert bei Düsseldorf. Paulsen bei Ingolstadt. Pepic, auch ehemaliger Paderborner, ehemaliger Name vom Verein, findet man hier überall, verlängert bei Duisburg. Gauss verlängert bei Ingolstadt. Hartmann verlängert bei Dresden. Eckhard Ayensa verlängert bei Ingolstadt. Baba Kage übrigens auch ehemaliger Paderborner. John Verhoek verlängert bei Rostock. Sontheimer bei Würzburg. Engin verlängert bei Duisburg. Lecky bei Hertha. Erhard bei Türk Gücü München. Gündüz bei Halle. So. Viele Verlängerungen. Die Transferliste schließt heute. Ronaldo ist auf dem Markt. Ist auch, glaube ich, nicht der Ronaldo. Nein. Oh, Rittmüller wird umworben von einem chinesischen Verein. 500.000 Euro. Nein. Sehe ich nicht ein. So, wir könnten jetzt hier mal ein bisschen langsamer alles einstellen. Kann ich hier das wegklicken? Nein, wenn ich meine, kann ich hier das Rittmüller wegklicken? Kann ich das Angebot ablehnen? Wir können ja einfach mal Marktwert 650.000. Nein. Nimmt man nicht an. Thalhammer wird umworben. 800.000 Euro. Auch aus China. Junger Innenverteidiger, 23 Jahre. Können wir einfach mal mitreden. Lil. 21-jähriger Innenverteidiger. Für 75.000 Euro ist das ja eigentlich ein Schnäppchen. Aber wir haben ja jetzt nicht unbedingt. Aber wir haben mit Correa, Strodig und Niedermeyer jede Menge ältere Innenverteidiger. Aber wir haben Hauke Wahl verpflichtet. 75.000 Euro ist echt ein Schnapper. 5,7. Nehmen wir einfach mal. So. Tag, Chefin. Tag. Ist auch günstig. Ostwestfälischen Akzent hat er auch. Ja, das war ein Wort. So. Also Leute, dafür fahre ich den persönlich dahin. 55.000 Euro Olli Hawkins. Nein, möchte ich nicht. Dass man das nicht einfach so wegklicken kann. So. Weitere Spieler auf dem Markt sind scheinbar nicht. Bei Thalhammer lehnen wir ab. Strelli Mamba wird um 1,1 Millionen aus China. Ah, ich wollte noch verhandeln. Hätten wir vielleicht noch abgegeben. Aber dann ist die Transferliste geschlossen. Wir haben uns noch einen günstigen Spieler. Joe Moscat wird aufgelevelt. Uhu Summer bekommt die Rückennummer 34. Wir spielen als nächstes gegen Sandhausen. Wir wollen ja eigentlich mal hier noch ein paar Spieler verleihen. Uhu Summer wird direkt verliehen. Dort wird es auf die Leihliste gesetzt. Warum kann ich manche Spieler nicht auf die Leihliste setzen? Noch verleihen. Möller. Möller wurde verpflichtet, wird auch erstmal direkt verliehen. Haas. Kerkemeier. Viele kann ich nicht verleihen. Heiland wird auch erstmal verliehen. Strelli Mamba. Wird auch verliehen. Zumindest auf die Leihliste gesetzt. So, wer hat denn hier noch auslaufende Verträge? Mit dem Jandimir sprechen wir mal. Jugend forscht, ihre Finanzabteilung schlägt vor, Geld anzulegen, Zinsen zu erhalten. So, was wollen wir machen? Freundschaftsspiel vereinbaren. Ach, ist hier wieder Länderspielpause oder so. Länderspiele werden hier überhaupt nicht angezeigt. Man kann auch keine. Fährt hier nichts darüber. Ja. So, Janimir kommt ein Vertrag.
unzufriedene Fanclubs. Ihr Abteilungslager informiert sie darüber, dass die Fanclubs sauer sind, dass sie nicht ausreichend Besuche von den Spielern erhalten. Schuppe ist nicht begeistert, dass noch ein weiterer Spieler für seine Position verpflichtet wurde. Ja, von den ganzen Jugendspielern muss ich jetzt auch mal welche. Eine Anlage durchgeführt, ihre Finanzabteilung hat wie gewünscht eine Anlage durchgeführt, dabei die mit dem höchsten Zinssatz gewählt. Ja. Wir machen mal ein Testspiel. Im Gegensatz, Sonnenhof Groß Aspach, die kennen wir ja auch irgendwoher, nicht wahr? Können wir allerdings nicht annehmen. Sie scheinen nicht verfügbar zu sein. Machen wir doch mal ein bisschen was Exotisches. Spielen wir doch mal gegen FC Chimia Targoviste aus Rumänien. Auswärts, nein, zu Hause lieber in der Bentley Arena. Sollen zu uns kommen. So. Das zum nächsten Pflichtspiel. Charity-Aktion. Charity-Aktion ist ein voller Erfolg. Sie steigert das Ansehen des Vereins. Mehrere lokale Zeitungen berichten darüber. So, Okoroji hat sein Trainingsziel erreicht. Ballbehauptung. Als nächstes soll er mal Schnelligkeit trainieren als Außenverteidiger. Immer wichtig. Superfood. Alle Spieler bis auf Denis Jaschemski sind pünktlich. Er kommt 5 Minuten zu spät, hat aber noch seine selbst zusammengestellte Superfood-Müsli-Mischung für alle mitgebracht. Ja. Gibt hier neue Informationen. Ihr Kollege Bernd Gunnarsson erkundigt sich bei Ihnen über den Spielermarkt in Aserbaidschan. Ja, ich gebe Ihnen die Informationen. So, Netzwerk erweitert. Ihre Kenntnis über die Spieler in Aserbaidschan hat sich durch neue Kontakte verbessert. Because why not? Tavia mit einer Aufwertung. Die Spieler auf die Leihliste gesetzt, aber Angebote kommen irgendwie nicht. Kader immer größer und immer aufgeblähter wird. Einen dritten Torhüter könnten wir allerdings immer noch gebrauchen, sodass wir zumindest mal die Transferliste im Auge behalten. Da ist doch ein 21-jähriger, Bento. Daniel Perez. Bento von Eintracht Braunschweig. Kein Kind von Traurigkeit. Fragen wir den doch einfach mal. So. Was ist denn jetzt mit diesen ganzen Abteilungen, wo die Leute überfordert sind? So, wir haben fast 50 Millionen plus. Ein Artikel. Srebeni hat die meisten Trikots verkauft. Presidium, 89% Vorstandsvertrauen. So, wir fördern die Mitglieder jetzt auch mal noch ein bisschen. Jetzt auch einen Rabatt für die zweite Mannschaft. Es gibt einen Auswärtsfahrtenservice. Das Geld investieren wir jetzt mal auch in unsere Fans. Wir beschenken die Fanclubs und organisieren ein Fanclub-Treffen, damit die jetzt auch mal aufhören zu meckern. Das monatliche Budget für die Choreos wird um 500 Euro erhöht. Die Auswärtsfahrten werden mit 750 Euro subventioniert. Das monatliche Budget für Spiel- und Spaßmodule wird erhöht auf 2000 Euro. Also wir investieren das Geld jetzt in verschiedene Ebenen hier im Verein. Kann ich hier noch eine Anlage durchführen? Ne, kann ich nicht. Kredit aufnehmen. Oh, ist aber nicht übersichtlich. So, was können wir denn in unserem Stadion noch machen? Die Anreise zum Stadion wird verbessert mit dem öffentlichen Nahverkehr, es kostet 50.000 Euro. Die Anreise mit dem Auto wird verbessert, da investieren wir ordentlich. Die Anreise mit dem Flugzeug wird auch verbessert. Wir geben ein bisschen Geld an den. Ist hier im Museum jetzt irgendwas drin? Welcher Ball ist das? So, wir investieren Geld in verschiedene Stellen. So, müssen wir jetzt hier noch. Ah, erste Mannschaft Co-Trainer ausgelastet. Kann ich da nicht noch einen Mitarbeiter einstellen? Einstellungsstopp, nein. Kein freier Kaffee, das ist eine Einsparung. Einsparung brauchen wir nicht. Wir suchen einfach mal neue Mitarbeiter. So, jetzt weht hier ein ganz ein anderer Wind. Für die zeigen wir dann auch an, wo wir Mitarbeiter brauchen. Wir investieren das Geld in verschiedene Stellen, unter anderem auch in einen Torhüter. Hauptanteil, Ablösesumme und auch
Ausbildungsentschädigung. 310.000 Euro. Der Spieler ist über 500.000 Euro wert. Nehmen wir den noch. Luisa, ach, Frau Fick schon wieder. Schön, dass wir uns schon wieder sehen. Ein italienisch-brasilianer hier, der Bento. Verpflichten wir den. Guten Morgen. Ihr Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor. Auch ein ostwestfälischer. Was Sie nicht kaufen, kauft ein anderer. Oh, habe ich da etwas zu wenig gefordert? Jetzt bin ich verunsichert. Kommt der denn dann auch im Sommer erst? Lob für Verbesserung. Sie erhalten viel Lob von den Umweltverbänden für ihre Investitionen in die Erreichbarkeit des Stadions mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Beliebtheit der Öffentlichkeit steigt. Der Chef der Automobillobby lobt Sie sehr für Ihre Investitionen in die Erreichbarkeit mit dem PKW. Bei SC Paderborn ist man auch mit dem SUV willkommen. Lob für Verbesserungen. Der Chef des lokalen Flughafens lobt Sie sehr für Ihre Investitionen in die Erreichbarkeit der SC Paderborn. Da landen Sie quasi im Mittelkreis. Ja, alle werden gelobt, weil wir alles verbessern. Wir spielen gegen FC Giniata Roviste. Da kommen jetzt die ganzen jungen Leute mal zum Einsatz. Ist der Bento jetzt sofort da? Er kommt erst im Sommer, denke ich. So, wir lassen mal die ganzen jungen Leute hier spielen. Ölmetz Candemir, Uwe Sama, Stefan Brandt. Ja, die kommen jetzt in ihrer Jugendmannschaft nicht mehr zum Einsatz, weil sie bei uns mittrainieren. Ich könnte ein paar von denen in die zweite Mannschaft schieben. Aber naja, machen wir es erstmal so. Kerkemeier, die spielen jetzt mal mit. Schulze im Tor. Sehr junge Formation hier. Bitte, da kommt also nach vorne rein. Ja. Marktwert her, so die Szenen stellen wir mal aus. Stellen wir alles auf schnell. 1-0, Streli Mamba. Zwei gelbe Karten. Mamba trifft nochmal. Wadenprobleme bei Arslan. Kommt für ihn kommt dann Michel rein. So, 2-1 steht es. Es wird mal fleißig gewechselt. Möller kommt rein und Kopur. Engelsson soll auch mal ein bisschen mitmischen. Und Heller. Die anderen spielen mal durch. Wir sind konzentriert. So. Das Spiel endet 3-2. Tore gab es von Heller nach Vorlage von Engelsson. Mamba nach Vorlage Kerkemeier. Und Mamba, eine Vorlage Arslan. Mamba hat sich hier durchaus empfohlen. Michel hat auch eine gute Note. Ja, wir gewinnen das Testspiel vor 750 Zuschauern. Ist okay. Teamgeist steigt um 5. Korea hat sein Stellungsspiel verbessert. Er soll jetzt mal die Übersicht trainieren. Als Veteran. Kann es gebrauchen. DFB-Pokal-Viertelfinale. Mal wieder wurmt es mich, dass wir nicht die Ergebnisse angezeigt bekommen. Das stört mich. Aber wir sehen zumindest die Auslosung. Ist ja sowas an. Bremen gegen Schalke. Nur noch Bundesligisten im Viertelfinale. Alle unterklassigen Teams ausgeschieden. Hertha mit einem Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen. Bielefeld. Die Lokalrivalen von uns mit einem Heimspiel gegen den FC Bayern München. Und dann bleiben nur noch Hoffenheim und Gladbach. Wer hat das Heimspiel? Hoffenheim. Das sind Erfahrungen, nur noch Bundesligisten. Ja, die Auslosung möchte ich mir weiterhin anschauen. Fanclubs freuen sich selber, die Geschenke mögen sie noch ein bisschen lieber. Everybody's got a price. So, in welcher Abteilung sollten wir denn jemanden einstellen? Ich habe jetzt hier nach Co-Trainern gesucht. Wir haben aktuell Lukas Rieder, der ist aber ein bisschen überfordert. Stellen wir einfach mal noch einen ein. Liam Peach. Ja. Haben wir noch einen neuen Co-Trainer eingestellt.
Fanclub-Treffen organisiert. Die Fanclubs freuen sich über die schöne Veranstaltung unter Gleichgesinnten. Sie tragen ihre Anliegen vor, freuen sich, dass sie gehört und einbezogen werden. Just wann ist erkrankt, erkältet. Wir spielen gegen Sandhausen. Okay, da kommen jetzt die ganzen Kandidaten wieder rein. Srebeni, Val, Antwi Ajay, Castellades, Hünemeyer, Führich, Evans, der hat sich hier festgespielt im Moment. Talhammer, Koroji, Ananu. So, unser Kader wird immer größer. Die Ausleihen. Scheinbar nichts im Moment. Zingerle kommt zurück ins Tor. Mamba, der hat sich einen Platz auf der Bank verdient. Ja, viele ausgeliehene Spieler, die ich auch nicht verpflichten kann, aber dann in Zukunft leihen wir nicht mehr so viel, sondern füllen das aus eigenen Reihen. Ah, kann ich das hier auch zuordnen, wer hier wen decken soll oder was? So, wir spielen gegen Sandhausen. 1344 Zuschauern. Ja, fünfte gegen den siebten. Wir brauchten mal wieder einen Sieg nach der Pleite im letzten Spiel. Sondersiegprämie gibt es keine. So. Und gut trainiert, sind taktisch optimal vorbereitet. Und los geht's. Nehmen wir die Darstellung wieder. So, was passiert hier gegen Sandhausen? Freistoß für Pedro. Schießt Zingerle mit einer Flugparade und leitet direkt den Konter ein. Abschlag auf Wahl. Wahl passt auf Srebeni, der schießt und trifft direkt. Wunderbarer Konter. 11. Saisontor. Hauke Wahl mit dem Assist. Schön eingeleitet. Ja, der Schonlau hat ja auch eine gute Spieleröffnung. Der Wahl macht das genauso gut. Führig auf Antwiace, Talhammer, Evans. Das wieder ein. Festival hier, ein Heber von Srebeni und der Ball ist drin. Das ist schon das 12. Saisontor. Evans schon mit dem 4. Assist. Und wir dominieren dieses Spiel. Wir wollen uns wieder an die Hannoveraner ranpirschen. Vasiliades auf Talhammer. Jetzt haben wir sehr viel mit Distanzschüssen gemacht. Jetzt hier viel bezahlt. Anthony Evans mit dem 3:0, sein 2. Saisontor. Das wird allerdings überprüft vom Videoassistenten. Das Tor wird wegen Abseits nicht gegeben. Okay, es bleibt beim 2:0, aber wir machen hier weiter Druck und dominieren. Ananu mit dem Eckball. Srebeni mit dem Schuss. Ah, Pettersen kann halten. Freistoß Evans. Aus aussichtsreicher Position auf Hauke Wahl, der köpft. Ah, knapp vorbei. Wir dominieren hier absolut. Führen auch verdient mit 2:0. Wir können zufrieden sein. Lobe den Srebeni mal wieder. Und auch Evans hat ein Lob verdient. Beide spielen super. Beide freuen sich über das Lob und weiter geht's. Gelbe Karte für Dietmeier. Sandhausen mit einigen Wechseln. Evans, wir wollen jetzt hier für die Vorentscheidung sorgen. Vasiliades schießt aus der Distanz, aber dann doch deutlich vorbei. Wahl auf Ananu, auf Talhammer, Antwi Ajay mit einem Dribbling, auf Dennis Srebeni, der auch die Torjäger kann, aber Pettersen kann klären. Vasiliades aber mit dem Nachschuss, das ist das 3:0 und das Tor wird gegeben und wir führen 3:0. 4. Saisontor für Vasiliades, das war dann wohl die Vorentscheidung. Die Spieler haben aber immer noch Bock. Srebeni köpft hier gerade vorbei. So, bei dem Spielstand können wir aber auch mal munter wechseln. Auch mal ein paar jungen Leuten Einsatzchancen geben. So viele junge Leute haben wir hier allerdings gar nicht auf der Bank. Möller, obwohl ja doch, also jetzt nicht viele von denen aus der Jugend. Möller und Srebeni, da er müde oft ist. Zunehmend kriegt man eine Pause. Mamba hat sich einen Einsatz verdient mit der guten Leistung im Testspiel. Heller kommt auch rein. So,
Röseler auf Naubar. Gaudino. Die Sandhäuser wollen nochmal rankommen, schießen aber deutlich vorbei. Wir können noch zweimal wechseln und werden dies auch tun. Terrazino kommt für Evans. Und Hertel kommt für Okorodji. So, passiert hier noch was? Terrazino mit einem Dribbling. Flanke. Mamba möchte sich empfehlen. Passt auf Möller und der trifft Tim Möller, der junge Mann mit seinem ersten Saisontor für den SC Paderborn. Vorlage von Mamba, die Joker-Stechen in Co-Produktion. Sandhausen will hier wenigstens noch ein Ehrentor erzielen, steht aber im Abseits. Ja, 4:0. Ein Kantersieg. Wir bleiben auf Platz 5 und bleiben bezüglich Aufstiegschancen am Ball. Braunschweig verliert 1:3 gegen Regensburg. Würzburg verliert 1:4 gegen den HSV. Die hatten viel Glück. Düsseldorf gewinnt 1:0 gegen Hannover. Das freut uns. Osnabrück gewinnt 3:2 gegen Heidenheim. Wir gewinnen 4:0 gegen Sandhausen. Karlsruhe verliert 0:2 gegen Nürnberg. St. Pauli mit einem 1:1 gegen Darmstadt unter viel Pech. Fürth verliert gegen Kiel 1:2 und Aue gewinnt 1:0 gegen Bochum. Wir sehen ja auch immer schön die Statistiken, wie viele Tore Rekord war in der Saison. 35, heute gab es 26. Ja, es gab 3 rote Karten. Ewigen Rekord gibt es auch. Ja, in der Tabelle tut sich nicht viel, außer dass Holstein Kiel Tabellenführer ist. Okay, im Mittelfeld gibt es einiges an Geschiebe. Regensburg ziemlich abgeschlagen, 7 Punkte Rückstand auf Karlsruhe. Würzburg 3 Punkte Rückstand auf Regensburg. Wir haben 6 Punkte Rückstand auf Hannover. Srebeni schon zum 10. Mal in der 11. des Tages. Evans zum 2. Mal und Zingerle zum 3. Mal. 3. Mal? 3. Mal. So ist Sport, sagt Oskar Schall. Srebeni ist in der Torjägerliste auf Platz 2, teilt sich diesen 2. Platz mit etlichen anderen Leuten. Topscorer Srebeni ist auch vorne dabei. Hier wiederholen sich alle. Schupo hat sich bei Ballbehauptung. Sanisha Cordy wird aufgelevelt. Ein Bonus für. Wofür? 3 Aktionspunkte. Manager-Upgrade. Motivation endet nach 2 Nieren. Ein freier Bonus-Spieler-Boost. Ich will das jetzt hier unbegrenzt machen. Boosten wir einfach den Ananuma. Der Spieler erhält einen zusätzlichen Boost von 10% beim Erreichen seines Trainingsziels, verfallen übrig gebliebene Prozentpunkte. Möchten Sie den Bonusboost wirklich für diesen Spieler? Wäre blöd, wenn ich das nicht einsetzen würde, oder? Diese Boosts erinnern mich immer an Handyspiele oder so, oder irgendwas, was man für echt Geld kaufen muss. Gibt es hier im Spiel nicht, aber trotzdem. So, Ananu wurde geboostet. Spezialbonus. Für Ihren besonderen Einsatz erhalten Sie eine Bonusfähigkeit. Joa. Machen wir das Spieler besser, machen das Minus weg. Das verbessert sich um 5%. Ananu hat seinen Antritt verbessert. Ein Riesentalent. Trainiert jetzt mal seine Schnelligkeit. Außenverteidiger immer wichtig. Ja, im nächsten Part sehen wir Spiele gegen Regensburg und Darmstadt. Die Videos werden jetzt doch immer länger, über eine halbe Stunde schon. So, in der Statistikzentrale gucken wir mal auch in die anderen Ligen. In der Bundesliga Bayern München, Tabellenführer punktgleich mit Leipzig. Auf Platz 3 und 4 Gladbach und Dortmund. Auf den Euroleague-Plätzen Mainz, Köln und Bremen. Auf dem Relegationsplatz Stuttgart. Auf den Abstiegsplätzen Augsburg und Bielefeld. In der dritten Liga auf den Aufstiegsplätzen Dresden und Duisburg, auf dem Relegationsplatz Magdeburg, auf den Abstiegsplätzen Unterhaching, Meppen, Kaiserslautern, Pferd und Saarbrücken. In den Regionalligen Tabellenführer Offenbach, Rödinghausen, Nürnberg 2, Oldenburg und VSG Alt-Glienicke. So, im nächsten Part geht's weiter. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.